Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Hellblade: Senua's Sacrifice. Ich bin nochmal an diesem Strand und ich meine, warte mal, der ist blau. Ah ne, Moment, wir müssen die ja nicht mehr, wir müssen die ja nicht mehr blau machen. Wenn ich mich nicht täusche, kann das sein? Dann sind wir nämlich beim Weg runter straight up an dem Ding hier vorbeigelatscht. Ja. I want to tell you a story about a god of the Northmen called Baldur. The second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature. He spoke fair words. He gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Okay, ist eine Cutscene. Yet he was the first of the gods to die. Ah ja. Genau. Heute war echt super, kaum was los. Einige echt gute Spiele dieses Jahr. Die meisten scheinen zwischen den Filmen voll. Okay, interessant. Ich bekomme hier für alle Leute, die sich das auf YouTube anschauen, ich bekomme hier gerade berichtet über die Gamescom dieses Jahr. Und anscheinend ist da gar nicht mal so viel los. Ich habe den noch gerade eben gesehen. Was ist denn das? Was ist das? Machen wir mal. Man kann es bewegen. Schieb! Also hier geht es ja eh nicht weiter. Ah, wie einfach es einem hier gemacht wird. Da ist noch was. Ah. Bitte durchgucken. Oh, alles in hell. Das ganz. Ah, das ist ja cool. Ich kann hier zwischen zwei Welten wechseln. Okay, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an, wenn ich wieder zurück will in die andere Welt, dann muss ich da unten nochmal durchgucken. Das erinnert mich so ein bisschen an Portal Reloaded. Muss ich sagen. Lass mich raten, das ist der Ausgang. Ja, das sieht man durch den Sperrbalken durch. Wenn ihr nicht mehr probieren müssen, war. The Northmen tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world: fire, water, iron, stone, earth, wood. Beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her son. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. Hallo Fabian, ich grüße dich.
Erinnere mich an A Link to the Past. Okay. Ist das. Warte, das war Zelda, ne? Habe ich nie gespielt. Weiß ich nicht. Kann ich nicht so sagen. Die Runen. Ein. Nennen wir es mal ein App. So. Jetzt komme ich da hoch. Jetzt komme ich da nochmal runter. Jetzt schmeißen wir mal als erstes die Brücke um hier, wenn wir schon mal hier sind. Uraltes SNES-Spiel, in dem du zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart rumspringen kannst. Okay, gut, nee, das, da bin ich raus. So, einfach mal des Interesses halber. Jetzt komme ich ja da nochmal hoch. Wie sieht denn diese Geschichte da jetzt aus? Wenn ich jetzt da hochlatsche, weil jetzt sind nämlich die Türen weg. Jetzt komme ich da nämlich rein. Ist doch toll. Ja, das Tor ist offen. Habe ich gesehen. Danke. Diese Stimmen in meinem Kopf. Ah, guck mal. Wir haben noch mehr davon. Gehe ich hier wieder in die Schöne, weil jetzt ist da nämlich kein Baum wahrscheinlich, ne? Ja. Erst mein Kopf an die Decke gehauen. Mach dich nicht kaputt. Was könnten das denn sein? Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Ah, ja, gefunden. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senno explored new paths into the unknown. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Bingo! Warum ist er nicht hier? Er ist in der finsteren Welt. Dann gehen wir nochmal in die finstere Welt zurück. Wie komme ich hier runter? Wie bin ich hierher gekommen? So, jetzt habe ich nämlich die Rune. Jetzt kann ich nämlich nochmal zurück. Ist da die Tür nämlich zu? Ist ja klar. Ist ja die ganze Welt. Upp, zurück. Ich habe die Rune im Gepäck, basically. Jetzt kann ich hier vorne den Haupteingang nämlich aufmachen. Clever. Achso, das ist ja schon. Schiebung. Oh lol, da ist offen. Okay, das. Muss ich mal kurz überlegen. Okay, ich habe die Treppe wieder zusammengebaut. Da ist noch ein Lorstein. The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Baldur, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldur's mother, is it really true that all things promise to keep him safe? I did not ask the mistletoe, Baldur's mother confesses. I thought it was too young. Oh dear. Oh weh. Schizophrenie-Simulator mit den ganzen Stimmen. Ja, das
Das wurde gemacht, ich habe es am Anfang dieses Let's Plays schon mal erklärt, dass das Senua, also unser Charakter, den wir hier spielen, unter Wahnvorstellungen leidet. Und deswegen wurde das gemacht, um die ganzen Stimmen. Also, nee, was erzähl ich denn? Und deswegen wurde das so gemacht, damit man das irgendwie als Spieler nachvollziehen kann. Tobi, dankeschön für dein Abo, das freut mich sehr. Ah, so. Glückwunsch für 4 Monate. Der Wahnsinn. So, da oben ist eine Brücke. Machen wir das mal als erstes. Und ich finde das Spiel bislang wirklich super. You have no chance for love now. Nobody will love you again. Ich bin etwas zu voreilig. Ich glaube, es ist eher gedacht, dass ich erstmal jetzt mal gucke, wie die schöne Welt eigentlich aussieht. Ah ne, da sind Runen. So. Look what happens to the things you love. So, die drei Runen. Mal schauen. She trained hard alongside her friend. Dillian. She saw things no one else could. Patterns, shapes, movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go, and she was caught between two worlds. That of Zinbel and her past. And Dillian, a future. Two realities tearing at her soul. Dillian's in the tower. He's there. Habe ich das Ding von oben mir angelotzen? Was finde ich denn jetzt hier? Ich wirke ja immer. Oh, ist das hell? Lol, ich sollte mich vielleicht auch einfach in die richtige Richtung drehen. Wie wären das? Dillian saved you from them. Ist falsch rum. Ich muss auf die Außenseite. Moment. Do you remember the way he stroked your hair? Do you remember the way he felt? Als erstes machen wir mal hier. Die Türe auf. Und dann können wir nämlich jetzt, glaube ich, doch außen rum. Oder? Loki makes a dart. Hören wir erstmal hin. And goes to the gods as they throw things at Baldur. The blind god, Huth, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Huth says, I cannot see where Baldur stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, here is a wand. I will tell you where he stands. And Huth throws the mistletoe at Baldur. It pierces through him, and to everyone's horror, Baldur is killed. And for this, Hood is slain. Ja, finde ich auch richtig so. Dass den dafür dann wegnatzen. So, ich bin mir noch nicht sicher, aber ist. Also, ich bin mir noch nicht sicher, was es mir bringt, jetzt hier beide Türen aufzumachen. Aber hier ist ja wohl offensichtlich die Welt in Ordnung. Was ist hier fishy? Ah. So. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf.
Das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind nämlich am Ende dieser Episode. Es geht schnell. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut bis dahin und tschüss.